Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister Scholz, ich möchte Ihnen auch für Ihre wichtigen Worte nochmals hier von dieser Stelle aus danken. Sehr geehrter Herr Reinhoff, lieber Marc, auch dir möchte ich danken. Wir stehen in schwierigen Zeiten zusammen. Wir haben eine gemeinsame Geschichte und wir sind sensibilisiert über Entwicklungen in der Gegenwart. Und ich versichere dir, wir stehen zusammen. Liebe Esther Bescharano, wir sind gemeinsam im Ausschusskomitee. Entschuldigung, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich habe nur in diese Richtung geguckt. Sehr geehrte Frau Huard-Blass-Wanda, sehr geehrte Frau Eichengrün, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf zunächst die Überlebenden des Völkermords begrüßen, die heute hier sind. Unter ihnen Rigoletto und Gottfried Weiß, Louis, Frieda Larsen. Besonders freue ich mich, dass Else Becker aus England gekommen ist. Mein Dank geht auch an Marion Winter, die Ehefrau des Auschwitz-Überlebenden Walter Winter, der dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma bis zu seinem Tod im Jahre 2012 eng verbunden war. Besonders begrüße ich den Vorsitzenden des Landesvereins der Sinti in Hamburg, Arnold Weiß, sowie die Repräsentanten weiterer Landesverbände des Zentralrats aus Schleswig-Holstein, aus Bremen, Bremerhaven, die vor Ort seit vielen Jahren eine engagierte und unverzichtbare Arbeit leisten. Und ich möchte an dieser Stelle heute auch an Ludo Weiß erinnern. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem Gedenkort, der an die Hamburger deportierten Sinti und Roma sowie Juden erinnert, wird die enge Verbundenheit dieser beiden Minderheiten unterstrichen, die im NS-Staat aus rassenideologischen Motiven systematisch entrechtet, ausgegrenzt und schließlich deportiert wurden. Schon im Dezember 1938 forderte Himmler in einem Erlass die, Zitat, endgültige Lösung der Zigeunerfrage. Die Deportationsplanungen der SS-Führung setzten unmittelbar nach Kriegsbeginn ein. Im Mai 1940 begann die Deportation deutscher Sinti- und Roma-Familien ins besetzte Polen. Hamburg war eines der Zentren dieser ersten familienweise Deportation. Für die meisten unserer Menschen war es eine Fahrt in den Tod. Höhepunkt der Vernichtungspolitik gegenüber unserer Minderheit war die Deportation von Sinti- und Roma-Familien aus dem Deutschen Reich und dem besetzten Europa nach Auschwitz-Birkenau auf der Grundlage eines Himmler-Befehls vom 16. Dezember 1942. In zwei Transporten im März 1943 und im April 1944 wurden mehrere hundert Hamburger Sinti und Roma von hier aus in das Vernichtungslager verschleppt, unter ihnen die damals 8-jährige Else Schmidt, die als Pflegekind in einer Hamburger Arbeiterfamilie aufwuchs. Dass sie überlebte, war dem mutigen Einsatz ihres Pflegevaters zu verdanken. Doch das Überleben war die Ausnahme für Sinti und Roma und Juden. Fast 90% der in Auschwitz-Birkenau Inhaftierten, Sinti und Roma, wurden ermordet. Das Netz der Konzentrationslager, der Erschießungsstätten und der Massengräber mit den ermordeten Angehörigen unserer Minderheit zieht sich über ganz Europa. Über eine halbe Million Sinti und Roma fielen der systematischen Vernichtung zum Opfer. Ein Großteil davon waren Kinder und Jugendliche. Der Völkermord an unserer Minderheit war, wie es Bundespräsident Roman Herzog in seiner Ansprache bei der Eröffnung unseres Heidelberger Zentrums im März 1997 ausgedrückt hat, eine Barbarei ungeheuren Ausmaßes.
Doch zugleich war es ein Staatsverbrechen, akribisch geplant und ins Werk gesetzt von einem modernen Verwaltungsapparat bis hin zu den kommunalen Behörden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jede unserer Familien war vom nationalsozialistischen Völkermord in existenzieller Weise betroffen. Diese Erfahrung absoluter Rechtlosigkeit hat sich tief in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt und die Identität unserer Minderheit auch auf zukünftige Generationen geprägt. Heute sind jene Werte, die nach dem Zivilisationsbruch des Holocaust über 70 Jahre lang für Frieden in Europa gewirkt haben, durch die erstarkenden nationalistischen und populistischen Bewegungen erneut in Gefahr. Rassismus und Populismus bedrohen nicht nur die Rechte von Minderheiten, sondern sie zielen auf das Herz unserer Demokratie. Sie spalten die Gesellschaft und sie zerstören das Fundament des Zusammenlebens. Historische Erinnerung, meine sehr geehrten Damen und Herren, bedeutet immer auch gelebte Verantwortung für die Gegenwart. Dafür steht auch dieser neue Gedenkort im Herzen der Hafen City in Hamburg. Gemeinsam müssen wir dafür einstehen, dass wir eine Gesellschaft mit menschlichem Antlitz bleiben. Haben Sie vielen Dank. Thank you very much.